Bowser gegen Mario. Und los geht's. Mario tritt den Ball zu Luigi. Rosalina lässt sich das natürlich nicht gefallen. Schubst Luigi voll in den Elektrozaun. Peach holt sich den Ball von Bowser mit einem Bob-Omb. Pass zu Toad. Toad, schöner Schuss. Aber er konnte gehalten werden. Bowser ist außer sich vor Wut. Kick Donkey Kong nach vorne, der sich den Ball erspielen kann. Pass zu Yoshi. Yoshi passt zurück. Donkey Kong mit einem Spezialschuss. Abgewehrt. Bowser legt nach. Zumindest fast. Luigi erkämpft sich den Ball. Pass zu Mario. Dieser führt einen Spezialschuss aus. Und wie das endet, weiß niemand so genau. Aber wir wissen, dass jetzt das Let's Play zu Mario Strikers Battle League Football beginnt. Wir spielen natürlich mit meinem Account, das ist klar. Ladevorgang. Online-Funktion. Wenn du Online-Funktion nutzt, können deine Nutzerdaten aus dem Spiel mit anderen geteilt werden. Hallo und willkommen bei Strike, einem Wettbewerb der Superlative. Mein Name ist Fußbot. Ich arbeite als Trainer in der Galactic Strikers Federation, kurz GSF genannt. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du ein neuer Striker, richtig? Dann schlage ich vor, dass wir mit etwas Training beginnen, damit du Strike kennenlernst. Also los! Nicht ganz. Ich habe die First Kick Demo gespielt. Hab sie allerdings nicht auf meinen Channel gebracht, weil es gab ein kleines Problem. Und zwar ist die Aufnahme aus irgendeinem Grund abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht mehr warum. Ich glaube, OBS ist eingefroren. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall konnte ich die Aufnahme hinterher in die Tonne treten. Ziemlich schade. Aber gut, was soll's. Und ich denke nicht, dass jetzt noch jemand das Tutorial sehen will, weil es wurde jetzt oft genug gebracht. Und wir werden natürlich mit dem Pokalturnier loslegen. Oder Pokalturnieren gibt es. Ich weiß nicht, wer es abläuft. Auf jeden Fall gab es in Wii-Teil, den ich gespielt habe, gab es verschiedene Pokale, die man nach und nach holen konnte. Ich denke, so wird das hier auch sein. Und wir werden auch noch schauen, was es mit der Ausrüstung auf sich hat. Einzelspiel ist jetzt nur für, ja, es sind halt Einzelspiele, da kann man Stadion, denke ich mal, auswählen. Also es ist genauso wie in Charged Football, einfach nur ein Spiel, was man spielen kann, und ja, das war's. Der Strikers Club, das ist der Online-Modus. Da habe ich gehört, dass man sein eigenes Team erstellen kann. Also wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber ich werde auch mal reinschauen, und wenn es sich lohnt, werde ich hier auch auf dem Channel was dazu bringen. Aber jetzt erstmal auf in ein Pokalturnier. Bevor wir loslegen, habe ich natürlich nochmal den Sound gecheckt, und es ist anscheinend alles gut. Alles klar. Und direkt, als ich gerade die Musik gehört habe. Oh, Alter, der Soundtrack ist so geil. Ich bin froh, dass sie hier so ein bisschen noch mit reingenommen haben. Oh mein Gott. Strikers, ja, Mario Strikers Charged Football war so ein geiles Game. Und ich hoffe, dass noch einige Sachen kommen werden. Aber egal, ich schweife schon wieder ab. Wir werden uns zu Genüge später noch darüber unterhalten. Aber jetzt erstmal zu Fußbot. Willkommen.
Der Pokalturniermodus umfasst mehrere Turniere, in denen es auf dem Weg ins Finale kommen, Gegnerteams zu besiegen gilt. Für jeden Sieg erhältst du Münzen, die du für Ausrüstung der Charaktere und andere Dinge ausgeben kannst. Okay, sehr geil. Das finde ich echt nice. Damit ist schon mal klar, wie man die Ausrüstung freischaltet. Was heißt hier andere Dinge? Gibt es wieder die Cheats quasi, die es auch in Chubbs Football gab? Also es waren so bestimmte Sachen, die man einstellen konnte, um das Spiel lustiger zu machen oder zu verändern. Also sowas wie keine Items, nur krasse Items, Superschuss kann nicht abgebrochen werden und so weiter. Also es gab da wirklich mehrere Sachen. Und es wäre cool, wenn die das auch hier wieder hätten. Turniere werden im Doppel-K.O.-System gespielt. Bei einer Niederlage ist dein Team weiterhin im Turnier. Nach der zweiten Runde scheidet es aus. Alles klar. Stimmt, ich wollte noch was zu den Münzen sagen und zur Ausrüstung. Ich denke aber auch, dass einige Ausrüstung nur freigespielt werden kann. Also nicht mit Münzen gekauft, sondern nur freigespielt werden kann, indem man bestimmte Challenges abschließt oder Turniere beendet. Der Leitfaden enthält viele zusätzliche Details zu Pokalturnieren, also sieh da ruhig mal hinein. Okay. Gut, dann lass uns jetzt ins Turniergeschehen einsteigen. Ich werde dich anfeuern. Ah, komm, wir schauen erstmal in den Leitfaden. Was ist das? Ah, cool. So alles übers Game, was es zu, was es zu wissen gibt. Und ich würde mir gerne erstmal die Items anschauen. Fragezeichenblock, okay, den kenne ich schon. Pilz, Bob-Omb. Banane, okay, roter Panzer, grüner Panzer und Stern. Sind das die einzigen Items? Das wäre so ein Ding, was ich schon wieder kacke finde, weil in Charged Football gab's noch einen Kettenhund und dreifach oder fünffach Items, also mehrere Bob-Oms, mehrere Bananen, irgendwie einen großen Panzer, kleine Panzer und so weiter, und ich hoffe, das ist hier auch so. Dass es nicht nur, keine Ahnung, eine Banane gibt oder auch mal einen großen Panzer oder mehrere kleine, irgendwie sowas. Ja, aber, oh Moment, Stadien? Aber wir lassen uns mal überraschen und ich hoffe, es gibt nicht nur 5 Stadien. Ja, ich werde mich noch extrem abfucken über dieses Spiel. Obwohl ich es eigentlich genießen will, weil ich habe tatsächlich lange auf einen weiteren Teil Strikers gewartet. Also werde ich trotzdem versuchen, das so gut es geht zu genießen, aber ich weiß jetzt schon, dass wird nur sehr schwierig möglich sein. Aber wenigstens gibt es mehr Pokale als im Vorgänger. Ich glaube, im Vorgänger gab es, ich glaube, 4 Pokale. Vielleicht auch 3 nur. Aber bei Charge Football war es auch so, dass man immer gegen einen anderen Champion angetreten hat, dann in der letzten Runde. Da gab es nämlich noch ein System. Moment. Man kriegt immer 400 Preisgeld, okay. Da gab es nämlich noch ein System, dass es einen Teamkapitän gab und der konnte, nur der konnte einen Superschuss einsetzen, der mehrere Tore gab. Damals waren es bis zu 6 Tore. Die natürlich aber auch von dem gegnerischen Spieler abgewehrt werden konnten. Also wenn man einen menschlichen Spieler hatte, der konnte dann mit der Wii-Fernbedienung auf den Bildschirm zeigen und dann die Bälle halten, die aufs Tor zugeflogen gekommen sind. Vielleicht blende ich dazu nochmal was ein, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kein Versprechen auf jeden Fall, dass ich was einblende, aber vielleicht denke ich dran, vielleicht mache ich es ja. So, und ich habe gerade unten gesehen, es gibt
verschiedene Challenges. Das ist doch zumindest etwas. Also es sind dadurch nicht nur einfach Pokale, die man gewinnen kann, sondern dazu gibt es dann auch noch Challenges. Das finde ich gut, weil, ja, wenn das mit den Kapitänen halt wegfällt, gibt es halt sonst keine Besonderheit. Ah, okay. Ich werde erstmal auf Auto stellen. Ich weiß aber nicht. Vielleicht stelle ich das nochmal um. Und ich habe damals ziemlich oft mit Donkey Kong gespielt. Manchmal auch mit Luigi. Aber größtenteils mit Donkey Kong. Also werde ich den auch jetzt nehmen. So. So, ohne Ausrüstung, mit Ausrüstung? Was heißt das? Ach so, da kann man Ausrüstung an- oder ausstellen. Ja, okay, wir haben noch keine Ausrüstung. Also, ja, wird das nix. Und man kann auch nicht mehrmals denselben Charakter auswählen. Okay, interessant. Rosalina hat einen echt guten Kraftwert. Einen ordentlichen Schuss. Und ich... Ja, weiß ich nicht. Ich denke, ich werde mal Rosalina nehmen, weil sie neu ist. Und dazu werde ich dann noch Mario und Luigi mit ins Boot holen. Ich glaube, das ist mein Team. Das sieht ziemlich gut aus. Und wir können hier noch... Schaut mal auf Marios und Luigis Kappe. Das sieht ja richtig weird aus mit dem Grün vorne dran. Oder... Obwohl, das Grün von Luigi passt eigentlich zu vielen Sachen. Oder eigentlich zu allen. Aber Marios Rot sieht irgendwie weird aus mit den ganzen Sachen. Aber gut. Ich finde Grün irgendwie... Oder das Türkis von Rosalina ist auch sehr weird. Ich glaube, Rot sieht echt ganz geil aus. Grün hätte ich auch irgendwie Bock. Aber komm. Lass mal Rot nehmen. Und wir spielen im Dschungel. Komm. Wir spielen im Dschungel. Einfach nur wegen Donkey Kong. Er ist ja auch der Team-Captain. Und der Gegner kann dieselben Charaktere haben? Das ist sehr weird. Um mal kurz zu früher zurückzukommen bei Charged Football, dem Wii-Teil, gab es Donkey Kong, Luigi, Mario und so nur als Kapitäne. Also die konnte man nur einmal nehmen. Und dann gab es noch so Standardcharaktere wie Toad, Boohoo und Knochentrocken. Und die konnten dann auch mehrmals auf dem Spielfeld sein. Aber wenn jetzt die Hauptcharaktere öfter auf dem Spielfeld sein können, das sieht schon irgendwie weird aus. Ach, das ist Schießen. Ja, okay. Ich muss natürlich kurz in das Spiel reinkommen. Das ist, glaube ich, mal ziemlich klar. Vielleicht werde ich auch zwischen den Aufnahmen mal kurz üben. Aber ich werde es einfach erstmal so probieren. Das hat ja eigentlich schon ganz gut geklappt. Ja, cool. Also zu Anfang werde ich mir die Sachen noch anschauen, die Torjubel. Weil, ja, es ist halt neu. Ich würde das gern sehen. Aber später werde ich die dann auch ausstellen. Ja, schöner Schuss. Wie setzt man Items ein? Die machen ja echt gar nichts, die Comms. Also gerade ist natürlich noch
bisschen lame. Aber es wird sich auf jeden Fall ziemlich stark ändern, schätze ich mal. Weil im Vorgänger wurde es zu den späteren Turnieren dann auch ziemlich heftig. Und was ist das jetzt nochmal? Nein, nein, ich wollte schießen. Ich wollte schießen. Hallo? Scheiße. Sorry, Leute, ich habe das noch nie gemacht. Aber ich wollte es direkt probieren. Ich glaube, nur mit dieser Kugel kann man diesen Schuss benutzen, oder? Ja, der geht nicht rein, aber auch richtig so. Weil ich habe echt ziemlich scheiße gespielt dort. Oder getimed. So rum. Und, ja, das wäre einfach unverdient gewesen. Hätte ich da das Tor gemacht. Aber jetzt kann ich es ja nochmal probieren. Auf welcher... Ah, ja. Boah, Alter. Ich krieg das echt gar nicht hin, Alter. Und ich glaube, Luigis Superschuss ist somit der geilste, den es gibt. Oh, das war sogar Rosalina. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sehen wegen ihrem Türkis. Und ich muss die Steuerung echt lernen. Scheiße. Ich stelle mich gerade so dumm an, aber Leute, ihr müsst da ein bisschen Nachsicht haben. Das ist... Ja, okay, und da ist die Bestätigung. Man kann den Schuss... Oh, okay. Sorry, da habe ich gerade woanders hingeschaut. Ah. Wollte gucken, wer das Item eingesetzt hat. Und Peach hat gerade echt Mario weggefegt. Womit ich in aller Ruhe den Superschuss hätte ausführen können. Aber ich habe es verkackt. Ja, ihr müsst ein bisschen Nachsicht haben. Weil... Oh, er kann ihn sogar direkt halten. Ja, aber war klar, das war schwach. Weil... Ich spiele das Ding halt hier zum ersten Mal. Also klar, ich habe die Demo gespielt, aber es ist jetzt schon 2 Wochen, glaube ich, her. Oh, was war das denn? Der hat den fast durchgehen lassen. Hau ab. Komm, jetzt aber. Scheiße. Ja, und das war klar. Das war klar, dass das passiert. Nein, Mann. Dabei wollte ich das erste Spiel eigentlich, das erste Match, besser gesagt, eigentlich gewinnen. Aber ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Hallo, passt doch ab. Ja, scheiße. Ja, einfach Pech gehabt. Einfach Pech gehabt an der Stelle. Aber ich wollte viele Sachen auch noch probieren. Ich glaube, ich hätte das easy gewinnen können. Nur ich muss mich erstmal einspielen. Wollte viele Sachen probieren. Und... War einfach Pech. War einfach lucky von denen, dass sie da getroffen haben. Bin ich ein bisschen kacke, muss ich sagen.
weil man hat es ja gesehen, als ich mit Donkey Kong öfters geschossen habe, der einen viel höheren Schusswert als Mario hat, konnte der Torwart den easy abwehren, aber gut. Was soll's. Dann werde ich mich jetzt einfach ein wenig zusammenreißen müssen. Komm, wir überspringen das mal. Ich würde nämlich auch gerne mal schauen. So, jetzt. Steuerung. Ja, kann ich das ändern? Andere konnten. Ach, hier. Nee. Gegnerischer Ballbesitz. Ich kann das nicht ändern. Weil ich hätte nämlich gern schießen auf B und passen auf A. Ach komm, ey, als ob man das nicht ändern kann. Ja, okay. Egal. Alter, und die sind echt richtig aggressiv drauf. Ja, schön, schöner Schuss. Aber es reicht natürlich nicht. Oder was heißt natürlich? Es war eigentlich ein gutes Play, nur. Es war halt ein gewöhnlicher Schuss. Ja, okay. Muss vielleicht auch mehr. Ist das. Ja, es ist ein normales Ding. Okay. Muss vielleicht auch mehr versuchen, den Torwart auszuspielen. Ja, genau. Perfekt. Ganz genau so. Oh, ist das cool. Okay, nice. Klar, ich würde jetzt auf keinen Fall gegen einen wirklich guten Spieler ankommen. Aber das kommt ja mit der Zeit. Das wird mit der Zeit noch kommen und ich glaube, der ist drin, oder? Ich glaube, der. Ja, der geht safe rein. Ich habe beide türkisen Bereiche getroffen. Und das war früher auch schon so, dass schnellere Charaktere, also Charaktere mit einem nicht so hohen Schusswert, oh, war der Schuss gut, aber er geht nicht rein, aber ja. Im Nachschuss noch reingemacht. Und Rosalina, mal wieder. Ja, das. Es war auch im Vorgänger so, dass schnellere Charaktere. Hier ist es ja der Geschicklichkeitswert oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, schnellere Charaktere hatten auf jeden Fall größere Balken. Da konnte man das einfacher timen mit den Superschüssen. Und das ist hier genauso. Aber ich denke, man kann das trotzdem pauschal so sagen. Ach komm, ey. Ja, schade. Pauschal so sagen, dass schnellere Charaktere auch eine höhere Chance haben, den Ball reinzumachen. Nee, anders. Ey, dumm. Dass schnellere Charaktere einfach größere Balken haben. Weil die schnelleren Charaktere haben ja auch meist einen höheren. Ich
glaube, es heißt nicht Geschicklichkeitswert, aber ich werde es für jetzt mal so nennen. Die haben einen höheren Geschicklichkeitswert und das ist das, worauf es halt bei diesen Balkendingen ankommt. Nö. Ich weiß nicht, wie das... Ja, nee, da kann man... Man kann leider, wenn man am Ball ist, nicht so einfach... Nein, hau ab! Nicht so einfach zu der Kugel hinrennen. Es geht leichter, wenn man nicht am Ball ist, weil man dann auch die Charaktere tauschen kann. Schöner Schuss. Alter, die Animation fühle ich. Die ist geil. Und jetzt läuft's echt bei uns, ne? Jetzt läuft es richtig hart. Nein, oh mein Gott. Donkey Kong tendiert echt dazu, bisschen zu hoch zu schießen, aber der ist drin. Ja, coole Dance-Moves, aber die Animation ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde, die passt nicht zu Donkey Kong. Donkey Kong hat früher... Also im vorherigen Teil hat der einfach ein bisschen verrückter gewirkt. Nein, mach ihn doch weg. Scheiße. Und da fand ich, das hat richtig gut zu ihm gepasst. Was war das? Was war das gerade für eine Anzeige? Kann ich das irgendwie... Kann ich die Chance erhöhen, dass der abgewehrt wird, der Ball? Ja, schade. Hm. Aber trotzdem schöner Versuch gerade da nochmal mit dem Turbopilz. Und dann auch nochmal mit dem Spezialschuss. Aber die Rosalina hat mich da leider nochmal abgewehrt. Und ja, Mann. Das Play war echt geil. Ach, wie Bowser da steht. Einfach richtig enttäuscht. Achso. Ach, was können die Loschen eigentlich? Obwohl es ja eigentlich auch seine Schuld war, dass... Rosalina da so gut stand. Na gut. Was soll's. Ab. Ins nächste Match wollte ich gerade sagen. Ich sehe gerade, ja. Ja, egal. Ab ins nächste Match. Oder? Willst du mit dem Spiel fortfahren? Moment, wir haben noch, haben wir noch drei Matches? Oder nur noch zwei? Ich glaube, wir haben nur noch zwei, oder? Wenn es nur noch zwei sind, würde ich noch weitermachen. Hier, fortfahren. Okay, gut. Ja, es sind nur noch zwei. Also, let's go. So ein Pokal pro Part dürfte machbar sein, schätze ich. Und ja, daran werde ich mich versuchen zu halten. Ich werde es vielleicht nicht immer hinbekommen, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Was war das denn jetzt gerade? Warum waren die so lange am Ball? Jetzt geh rein da. Jawoll, guck mal.
das erste Tor in diesem Spiel. Und dazu feiert er sich verdienterweise ab. Ach du Scheiße, habe ich das verkackt. Mario sorgt für den Ausgleich. Bisschen enttäuschend. Aber gut. Nicht unterkriegen lassen davon. Hau ab. Ah, drauf da, aber ah, schade, schade. Jawohl, guck mal. Da haben wir den Ball wieder. Aber sind leider nicht so gut in Position. Ach, schade. Ja, shit. Komm, pass ab. Kriegen wir hier den Ball bitte? Zack, rüber da. Dürfen den auf jeden Fall nicht ausspielen können, den Superschuss. Ist ein bisschen lame, dass sie da nichts machen. Ich wollte nicht schießen. Ich habe schon wieder einen falschen Knopf gedrückt. Auch ein Grund, warum ich halt... Was heißt auch ein Grund? Das ist der Grund, weswegen ich gerne das wechseln würde. Dass ich mit B schieße und nicht mit A. Ah, shit. Okay, let's go. Mit Donkey Kong, was etwas schwieriger ist, aber ich krieg's ganz gut hin. Einmal orange, einmal türkis. Und er mit seinem Bananenspezialschuss, der nicht reingeht. Komm schon, Alter. Das war so schön. Rein damit, Mann. Aha. Kann das Ding jetzt mal da reingetreten werden, bitte? So ein Scheiß. Ich fand's so geil gerade, wie Peach Donkey Kong schubst, er sich davon aber absolut nicht beeindrucken lässt, weil er einfach so verdammt schwer ist. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Scheiße. Komm. Na, weg mit dir. Nein! Was? Komm schon. Komm, jetzt aber. Luigi mit dem Superschuss. Zweimal orange leider nur. Scheiße. Davon habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wer weiß, vielleicht geht das Ding ja durch. Komm rein damit. Jawoll. Bisschen unverdient. Der Luigis Animation. Der Schuss von Donkey Kong. Der war natürlich um einige stärker. Vor allem, weil das Timing so schwierig ist auf ihm. Und ich einmal sogar Türkis getroffen habe. Aber gut. Dann halt nicht. Und wir gehen jetzt richtig fett in Führung mit dem 4-1. Brauchen wir zwar nicht, aber ist ist ganz nett. Hau ab. Wir haben gewonnen. Schön.
Ja, also das Spiel macht auf jeden Fall Bock. Ich hätte aber auch cooler gefunden, wenn es Abwehrmechaniken wie im vorherigen Teil gegeben hätte. Da gab es nämlich... Ja, da gab es nämlich so eine Aktion auf dem Steuerkreuz. Da hat man ja noch mit Wii-Fernbedienungen gespielt. Dass man irgendwie ja, so eine Abwehraktion halt gemacht hat. Bei Donkey Kong war es, dass er auf den Boden gekloppt hat. Damit konnte er Gegner wegstoßen. Oder Toad konnte so einen Sprung ausführen. Damit konnte man auch zum Beispiel über den Torwart springen. Und damit ein Tor erzielen, wenn man es richtig gut getimt hat. Und Boohoo konnte sich kurz unsichtbar machen, damit dann durch Gegner durch und so weiter. Das war halt richtig cool. Aber leider gibt's das hier nicht. Möchtest du mit dem nächsten Spiel fortfahren? Ja, möchte ich. Wir treten gegen Bowser und drei Yoshis an. Alles klar. Ach, Moment mal, man kann... Ah, also es gibt einen Kapitän und die anderen drei... Man kann auch drei Marios haben, oder was? Oder ist das jetzt nur so ein Dingen für den Pokal-Champ quasi? Also für das beste Team gerade. Einfach nur im Pokal. Ja, es sieht schon sehr danach aus, als wäre es nur... So ein Pokal-Dingen. Hau ab. Was? Ich wollte doch passen. Hau ab. Jawohl, guck mal. Da haben wir direkt das erste Tor. Ich fände übrigens auch wieder die Themes ganz geil für die einzelnen Charaktere. Leider gibt's die ja nicht. Ist auch sowas, was ich vermisse im Spiel. Zack. Weggepuncht. Direkt ein guter Schuss. Aber es reicht nicht. An die Latte gespielt. Von... Na, jetzt aber weg. Von Donkey Kong. Mann, ich will doch... Ich will doch vernünftig passen. Das wäre so geil. Aber... Gut, dann muss ich mich halt ein bisschen besser positionieren mit meinen Charakteren, die gerade am Ball sind. Und... Das war auch ein sehr schöner Versuch. Ach du Scheiße. Echt schöner Schuss von Bowser. Aber es reicht zum Glück nicht. Er probiert es auch richtig hart gerade, ne? Boah, aber ich gebe mein Bestes, um das hier verhindern zu können. Nein! Aber es war klar, dass das passiert. Boah, es wird richtig hart so langsam. Aber ich krieg die Steuerung auch vernünftig raus. Autsch. Nein. Komm schon, Mann. Ja, komm. Über ihn drüber spielen. Jawohl, schöner Schuss. Schöner Pass, schöner Schuss. Und dann geht das Ding auch rein. Bowser rastet richtig aus, Alter. Aber klar. Nach so einem Treffer ist er natürlich hart gefrustet. Und Verzweiflungsschuss von Bowser. Wir können jetzt endlich mal die scheiß Kugel einsammeln. Sehr schön. Und kriegen wir auch den Schuss hin? Jawohl, ja. Oh mein Gott. War das knapp. Yoshi hätte mich fast getackelt. Aber so sind es weitere zwei Tore für uns. Let's go. Ja,
Für jeden, der sich fragt, warum ich das weiß, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn man zweimal den türkisen Bereich trifft. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Wenn man zweimal den türkisen Bereich trifft, dann ist es ein garantiertes Tor. Und ich find's etwas ungeil mit Rosalina. Tatsächlich. Ich kann das nicht so gut erkennen, dass sie in unserem Team ist. Weil sie hat halt mehr Türkis als Rot an sich gefühlt. Ja, schade. Oh, und damit hätten sie jetzt auch einen Hyperschuss parat. Der nicht eingesetzt wird von Bowser. Der hätte echt gut einen... Junge, nimm ihn doch! Was nimmt mein scheiß Torwart sich den Ball denn nicht? Erstmal eine Stärkung rein. Hast recht, Donkey Kong. Ja. Es hätte easy einen Hyperschuss von Bowser kommen können. Aber wenn er nicht will, dann ist das in Ordnung. Wir werden das auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ausspielen hier. Zack. Nein, nein, was tue ich? Was tue ich denn? Oh, ich wollte schießen, habe aber aus Versehen auf Pass gedrückt. Oh, ab, Bowser. Wie kann ich hier nochmal rennen? Ah, mit R, okay. Da habe ich schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Das ist ein bisschen verwirrend. Ah, mein Gott. Schon wieder so knapp. Das ist echt ein bisschen verwirrend mit den Tasten, weil ich muss dann irgendwie denken, okay, mit A schießt du nicht mit B. Dann drücke ich manchmal aus Versehen auf Y, weil ich mich komplett selber verwirre. Es ist ein bisschen kacke, aber ich hoffe, ich krieg's trotzdem hin mit der Zeit. Nein, was? Wie ich da nie an den Ball komme rechtzeitig. Aber gut, wir brauchen auch keinen Tor mehr. Natürlich wäre noch ein schön, aber eigentlich brauchen wir keins mehr. Das sollte reichen. Oh mein Gott. Richtig fett verkackt mit dem Pass nach hinten. Wollte unbedingt nochmal die Kugel haben, aber gut. Scheiß drauf. 4-2 haben wir gewonnen. Damit ist es durch. Donkey Kong ist Champion. Nice. Hä? Wir müssen noch ein zweites Mal gegen die gewinnen? Weil die nicht verloren haben? Oder wie? Ach komm schon, Alter. Okay, Leute. Dann geht's in die Revanche. Gegen die Scramblers. Das wird ein echt langer Part. Aber gut, dann weiß ich das jetzt, dass ich direkt zwei Parts machen kann, wenn ich einmal verkacke. Das ist halt ein bisschen scheiße, weil ich meinte ja noch, ja, nee, anscheinend sind es nur noch zwei Spiele. Dann möchte ich keinen neuen Part dafür beginnen. Aber anscheinend uns dann doch drei. Steh doch auf. Hau ab, Mann. Meistens ist es besser, einfach zu faulen. Anstatt zu riskieren, dass der Gegner an den Ball kommt. Und schöner Schuss, Mario. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Ja, ja, das war geil. Vom gegnerischen Torwart zwar echt gut gehalten.
aber dann nochmal im Nachschuss schön reingebrezelt, das Ding. Und ich wollte schon wieder auf A drücken. Oh, ist das nervig. So, Donkey Kong, schieß doch, schieß. Hallo? Kann halt nicht. Wir machen was so. Ja, komm. Ja, das war klar. Sehr knapp. Aber mein Torwart hat das Ding gehalten. Zum Glück. Ja, schön. Jetzt zu Donkey Kong. Und abgefangen leider. Ja, schade. Aber ich wollte es halt probieren, bevor es schon wieder so ein Ding wie vorher wird. Dass der einfach wieder abgefangen wird. Jawoll. Ach komm, ey, als ob. Komm zu Donkey Kong. Ach man, das ist lame. Hau doch ab. Hallo. Okay. Komm, her. Wir preschen jetzt mal nach vorne. Es ist so ein Scheiß, dass der immer durch die Leute abgefangen kann. Abgefangen werden kann. Was? Gegen den Torwart geschossen. Und rein damit. Da hatte ich echt Glück. Schön. Schönes Ding. Hau ab, Bowser. Ab, Yoshi. Und Ball her. Jawohl, schön. Da haben wir wieder einen super Schuss. Schöner Versuch von Bowser, aber das reicht nicht. Ja, komm, jetzt aber mal. Scheiße, das war Müll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht, dass der reingeht, weil das extrem unverdient wäre. Ja. Ich finde das aber gut. Schade. Jetzt müssen wir schon wieder aufpassen. Komm, Rosalina! Nein! Schade. Ab. Rosalina jetzt wieder. Irgendwie. Oh. Richtig gut. Aufgeladener Schuss. Aber das Ding geht nicht rein. Komm, wir ballern hier jetzt mal richtig die Items raus. Und damit werden wir erfolgreich. Holy shit. Ich finde das ein bisschen lame, dass die hohen Pässe so lange brauchen, aber gut. Es wäre auch kacke, wenn die zu schnell wären, weil ja, man kommt da halt so gut wie gar nicht ran an die hohen Pässe. Ja, schöner Fallrückzieher. Und jetzt nochmal ein Superschuss. Mit zweimal Orange. Fast zweimal Türkis, aber dafür war das Timing leider ein bisschen zu beschissen. By the way, Rosalina hat die Power, das Dingen einmal um einen Planeten rumzuschießen. Aber um das Ding fett ins Tor reinzujagen, fehlt die Kraft oder was? Okay. Damit ist es entschieden. Donkey Kong ist endlich der Champion.
Das ist geil. Glückwunsch, du hast den Kanonenpokal gewonnen. Und dazu noch 400 Münzen. Wahrscheinlich fürs erste Mal. Kriegt man die? Schätze ich. Ja, da sieht man es nochmal. Man bekommt beim ersten Mal 400, beim zweiten Mal dann 50. Okay. Nach einem unfassbar peinlichen, nach einer unfassbar peinlichen Niederlage im ersten Match konnten wir uns trotzdem zurückkämpfen und den Kanonenpokal holen. Aber jetzt habe ich mich eingespielt und ich schätze, im nächsten Part wird so richtig geil im Kombo-Pokal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Und ciao.